Jo, moin, zweiter Teil. Musik versuche ich mal leiser zu machen. Wieder das alte Problem mit dem Radio. Kaffee, ganz wichtig, jeden Morgen. Bevor wir anfangen, mal was ganz wichtig, was mir vorhin wieder aufgefallen ist. Helm ist nicht unbedingt notwendig, also den braucht er nicht wirklich. Aber ich empfehle euch bei Arbeiten im Dachboden zumindest nicht so eine Schutzmütze X hier habe, nehmen so ein einfaches Ding. So schön auch das Logo hier vorne drauf ist, was ihr nicht erkennt, ist real. Sondern nehmt eine mit einem, naja, hört man nicht, muss ich mal ein bisschen nachvertun, mit einem Stahlschutz, weil diese Sachen passieren doch des Öfteren im Dachboden. Ja, da hole ich euch mal ein bisschen näher, weil sonst seht ihr nichts. Jetzt kommen wir nämlich zu den wichtigen Dingen. Ich zeige das erstmal ganz kurz. Und zwar ging es ja darum, wir haben gesagt, wir wollen das hier hinten dämmen und dann mit Rigips ein bisschen schöner ausbauen, als das jetzt hier gemacht ist. Hier habe ich mal angefangen damit, aber das wird natürlich unerschick. Wie das aussieht, zeige ich euch dann am Ende. Das Erste, was wir brauchen, ist, wir müssen natürlich erstmal den ganzen Schmutz da hinten rausmachen. Haha, habt ihr gedacht, heute spare ich mir. Sondern wir machen einfach gleich, da kenne ich überhaupt nichts, diese Zeug davor. Da gibt es für und wieder, könnt ihr im Internet nachlesen. Und zwar, also es ist so, wir werden diese Zeug darin machen. Wenn ihr damit arbeitet, zieht euch bitte Handschuhe an. Wichtig ist genauso hier, ne, schöner Bleistift und sowas hier auch. Wisst ihr alle, was ich euch empfehlen würde, kauft das bitte dreimal. Genauso, wenn wir schon dabei sind, kauft euch sowas dreimal und das dazugehörige Ding ist auch schon wieder weg. Das könnt ihr euch auch gleich dreimal kaufen, weil das verschwindet immer irgendwo auf dem Bau. Denn das sieht nicht überall so, um das nochmal ganz kurz zu zeigen, so schön aus, wie es hier aussieht, sondern teilweise sieht es dann so aus und dann verschwindet da wirklich alles. Jo, also wir machen jetzt diese Zeug rein. Dann machen wir die schöne Dampfbahn davor, damit es dann genauso schick aussieht, wie es da hinten nämlich schon fertig ist. Ja, da hinten müssen wir es allerdings nochmal abmachen. Warum, das erzähle ich euch ein andermal. Und jetzt ist der Werdegang ganz einfach. Das zeige ich euch mal, indem ich das erstmal hier abstelle. Und ich glaube, das schneide ich dann auch nachher raus. Das ist ja furchtbar. Also, was brauchen wir zuerst? Wir müssen sehen, dass wir auf die Wand hier an der Seite, dass wir das in eine ordentliche Flucht kriegen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Dachlatten angebracht. Reicht aber nicht, denn wenn man das, kann man auch ordentlich machen. Sich mal ankickt, dann seht ihr, dass es erst jetzt hinhaut. Ja? So, und hier ist genau der Abstand, zufälligerweise, den wir brauchen für diese schöne Zeit. Ich zeige das mal ganz kurz. Und zwar Handschuhe anziehen, den vielleicht auch. Diese Zeug, wenn ihr das dann drin macht, das ist nicht richtig zugeschnitten, das seht ihr ja. Das dürft ihr dann hier so richtig reinkennen. Und das passt witzigerweise auch ganz genau hier rein, ja, das seht ihr. Also wenn ich das jetzt hier dran habe, die Latte, ich zeige euch gleich, wie man die da ran macht. Ne, das zeige ich euch nicht, das ist ja wirklich einfach. Dann kommt jetzt hier noch die blaue Folie davor. Gut, wartet, ich zeige euch das. Sekunde. Hier haben wir so ein Stückchen. So, die ist dann hier davor, wa? So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann kann jetzt hier vorne schon wieder, das zeige ich dann nachher, der Rigips drauf. Ja, und das machen wir jetzt. Und zwar ein bisschen schneller, als es in Wirklichkeit geht. Deswegen ist das Video auch wesentlich kürzer, als die ganze Chose, die ich hier machen muss jetzt. In diesem Sinne. So, kurze Unterbrechung. Oh scheiße, ich hab keinen Helm. Das Käse, wo ist er? Weg ist er. Nein, gut, wir gehen richtig. Ist auch egal. Also folgendes, was ich da gerade gemacht habe, ist, ich habe mir hier das angezeichnet, habt ihr gesehen auf dem Video, da hinten muss auch noch einer hin, damit das nämlich nicht so aussieht wie hier vorne. Das zeige ich jetzt mal. Das Problem ist nämlich, naja, das ist ein Bett, was hier steht, was ich mal ausruhen muss, dass, wenn ich das nicht habe, sieht das zwar alles vielleicht ganz schick aus, also hier ist es noch nicht fest, weil ich es einfach wieder abmachen muss. Aber ich habe ja leider überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie Rigips dran festzumachen, ein Gestell. Ob ich das dann mache, wie ich es dann später mal zeige, mit den Teilen hier. Oder ob man es auch mit Dachlatten macht. Ja, da streiten sich auch die Geister aus dem Dachboden. Ja, machen wir weiter, oder? Schrauben.
Pinboard oder Rindreht, irgendwie ein Holz, wie auch immer. Keine Handschuhe, zumindest nicht an der Hand, in der ihr die Schraube haltet, damit ihr da drin geht. Weil sonst verfangen sich unter anderem die Fasern dieser tollen, teuren Handschuhe oder auch Billenhandschuhe, ist eigentlich völlig egal, was ihr da nehmt. Hier vorne, im Gewinde, und dreht sich mit drin und das kann sehr schmerzhaft sein. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich habe den Tipp mir einfach mal immer zu Herzen genommen. So, Päuschen nicht vergessen und ganz wichtig, in den Pausen immer mal wieder den Akku aufladen. So, die Pause beginnt. Das Wandern auch, also ist die Pause auch schon wieder vorbei. Was ich noch sagen wollte, ist, nicht lachen zwischendurch. Ich habe selbst auf dem Video. Mann, die Kamera steht da. Ich dachte, du redest mit mir und nicht mit der Kamera. Nein, ich rede ja auch, ich rede mit allen. Soll ich nochmal ausmachen? Nein, lass es. Ich wollte eigentlich nur sagen, ordentliche Arbeitsschuhe sind Pflicht. Ja? Und wer genau beobachtet hat, hat gesehen, dass ich vorhin mit denen im Dachboden unterwegs war und mit denen wandern hier. Egal. Der Eimer ist nicht wirklich wichtig, aber sieht so rot und schick aus. Fertig. So, warte, ausmachen. Dann können wir los. Und der Panzer, der Brüder draußen. Also aus dem Wandern ist dann doch was anderes geworden und deswegen weiß ich auch nicht richtig, ob das heute noch was wird, aber egal. Lecker. Oh, ey. Also ich habe ja vorhin gesagt, Arbeitsschuhe, das is ist es, aber das bringt nichts. Der richtige Wanderschuh für den richtigen Mann. Mit dem man sich auch gleich ins Auto setzen kann. Ey, das hat sich so ja rein. Hagel! Ey, nicht wegmachen, lass es dran. Der Bauer muss sehen, dass du durch sein Feld getrampelt bist. Da muss ich die Spur verfolgen. So was behält man dran. Denn bei einer echten Camel-Trophy läuft man mit solch einem Schuh durch die Gegend. Yeah! Schnitt. Also wie gesagt, gute Bandkurven und dann alt anständig abgeben, dass es auch wirklich dicht ist. Möglichst dicht, ja, so dicht wie geht, weil solche Sachen hier mit so einem Holzpfeiler, der irgendwo da drin verschwindet, ist natürlich sehr schwierig, weil hier durch die kleinen Adern oder wie auch immer die heißen, kann auch immer schön. Was kann schön? Luft durch. Ist so süß. Schluss jetzt.